Hm? Ja, schön. Herzlich willkommen zu diesem mega Mercedes-Teile-Unboxing. Ich habe jetzt in der Tat 98%, fast 99% der Teile erhalten. Es fehlt, glaube ich, jetzt noch eine Abdeckung von der Stoßstange und irgendwas anderes. Vielen Dank schon mal an Jan-Peter für die Betreuung dieser Mega-Bestellung hier. Das war wirklich nicht so einfach. Irgendwie habe ich es hinbekommen. Die Teile sind hier. Insgesamt sprechen wir hier jetzt vom Warenwert von 5.600 brutto. Ich weiß, es klingt viel, aber letzten Endes dafür, dass wir vorher die Wahl hatten zwischen einer Stoßstange aus Polen, wann auch immer die kommt, und einer Stoßstange aus Deutschland gebraucht mit einer angerissenen Carbon-Spoiler für 2.400 Euro plus dann noch die ganzen Ölkühlersachen und Verkleidungssachen. Ich glaube, da wären wir fast drüber gewesen, über diesen 5.600 Euro. Plus die Stoßstange ist jetzt neu und kann so lackiert werden. Ist ja quasi schon grundiert. Ich habe mich hier bewaffnet mit einem handelsüblichen Tomatenmesser. Aber bevor wir damit anfangen mit dem großen Unboxing, erstmal hier zur Carbonleiste. Ne? Ist die jetzt nicht neu, Eiko? Man könnte denken, dass sie neu ist, oder? Ja, fast. Fast, oder? Bin ich wieder auf ihn reingefallen. Oh Mann! Die habe ich natürlich nicht für 1.300 netto neu gekauft, sondern ein bisschen hier geklebt, auch mit so coolen, vielleicht kennt ihr das, irgendwo habt ihr das wahrscheinlich schon mal gesehen bei Instagram oder so. Mhm. So sieht das aus. Nee, ich habe die jetzt einmal gefilmt. Jetzt könntest du erklären, was man damit macht. Ihr seht das hier schon, irgendwelche 2K-Kleberkanülen. Damit wurde das natürlich auch geklebt. Und davor, ich glaube, die meckern jetzt wieder, dass ich das nicht gefilmt habe. Ne? Ja. Sowas steckt man hier in diese, ihr seht schon, ne, in diese Pistole rein. Und dann wird das hier erhitzt. Hier fließt ein Strom durch. Hier ist der größte Widerstand. Deswegen wird das heiß. Und dann macht man schneidet dann hier die Dinger ab, schleift das ein bisschen ab, dass man da nicht gepikst wird. Und dann verklebt man das. Und dann ist es sehr stabil wieder. Ja, dann ist es wirklich sehr stabil. Jetzt knackt es so durch. Ja, genau, und dann war ja hier irgendwo eine kleine, hier so ein kleiner Lunker drin im Carbon. Mhm. Den habe ich erstmal mit Sekundenkleber wieder festgeklebt. Und den Rest macht dann irgendwann Chris beim Lackieren. Ne? Gab natürlich noch viele andere Risse hier, da und... Und hier fehlt ein bisschen was. Aber hier kommt eine Leiste drüber, das sehen wir alles gleich. Juhu! Das packen wir schon mal weg, das haben wir jetzt abgearbeitet. Check. Da kommt nur einmal Klarlack drüber und dann sieht die Sache hoffentlich wieder gut aus. Wo fangen wir an? Radhausschein. Leicht zu erkennen. Schick, schön, neu. Wollte ich einfach beide Teile neu haben, die vordere und die hintere Seite. Weil die vordere Seite ist zerstört, klar. Aber die hintere Seite war theoretisch noch intakt, hatte aber hier so in dem Bereich Schleifspuren. Stillgelegt. Siehst du, und wenn du dann natürlich die wieder verbaust, andere Felgen draufpackst und so, dann sehen sie eine Schleifspur und denken dann, müssen wir stilllegen. Darauf falle ich natürlich nicht rein, deswegen habe ich mich da nicht lumpen lassen. 200 Euro nochmal da investiert. Dafür ein Like schon mal. Dann hier von der Stoßstange die ganzen hinteren Aufnahmen, die Verkleidung. Hier wird es zum Kotflügel geschraubt, das wird alles mit Plastiknieten eingenietet, verschraubt. Die ganzen Schrauben liegen da hinten. Gehört das zur Stoßstange? Ja. Okay. Das ist quasi. Dann habe ich es richtig erkannt. Das ist die Außenhülle. Ja. Die packen wir auch gleich aus. Und das ist die Verstärkung von innen, wo es dann halt zum Kotflügel geschraubt wird und auch hier in diese klassischen Aufnahmen raufkommt von der Karosse. Gitter dürfen natürlich auch nicht fehlen. Also man bestellt kein Komplettset der Stoßstange, sondern die Einzelteile und dann puzzelst du. Guck mal, stell dir vor, du fährst auf die Landstraße, dir fliegt ein Vogel genau in das Gitter. Man muss ja natürlich das Gitter einzeln kaufen können. Ja. Die alte Stoßstange, warte kurz, das hier können wir wiederverwenden. Das hat eigentlich nichts großartig abbekommen, außer hier so ein bisschen. Ne? Kostet halt auch wieder schnell 200 Euro netto. Habe ich gesagt, komm, schenken wir uns, benutzen wir wieder. Wir sind ja auch nachhaltig auf diesem Kanal. Ja. Das ist ja ein purer Nachhaltigkeit. Eiko hat ein Auto recycelt, das ist nachhaltig. Genau. Und deswegen nehmen wir von der. Gut. Ja, oha, sogar an die Säule gedacht, krass. Deswegen nehmen wir von der natürlich auch den Grill, Distronic Stern, 360-Grad-Kamera. Das verwenden wir alles wieder, das wird auch noch intakt sein. Toi, 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 Klopf auf Holz. Hier siehst du, wie gesagt, diese Verstärkung. Ah, okay. Ne? Das ist das Teil, was ich eben gezeigt habe. PDC können wir auch wieder verwenden. Auf das warte ich hier noch, also die mittlere Verstärkung. Mhm. Das inkludiert, glaube ich, auch das hier unten, bin ich der Meinung. Also viel kann man von der Stoßstange nicht wiederverwenden. Aber es fängt schon an bei dieser Leiste, die vorne hier so raufkommt. Ja. Die ist zwar schon lackiert, aber alle Arretierungen hier, alle Einraster sind noch vorhanden. Die ist aus Alu, kostet glaube ich auch 150 netto. Na, dann
Ja, lass ich die einmal, ist leicht, dann ja. Lasse ich die einmal wieder schwarz lackieren. Mhm. Ist gut. Gut, Stoßstange abgearbeitet. Wie gesagt, die packen wir gleich aus. Mhm. Jetzt geht's erstmal. Oh doch, das Wichtigste, der Ölkühler. Wo habe ich mein Messer hingetan, weißt du das? Nee, es ist eine Reizüberflutung. Eine Schere sonst? Nee. Schon das Kartoffelschälmesser. Das ist mein Apfelmesser. Hat noch ein Karteimann gebucht. Ja, auch okay. Gut. Sind wir mal professionell ausnahmsweise. Ah, genau, auch wichtig. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was unten an der Ölwanne ist. Ich blende euch jetzt mal was ein. Ich weiß, das kann ein Nachspiel haben, aber ich blende euch mal was ein. Da war ja an der Ölwanne irgendwie so eine Abdeckung. Hier sehen wir auch, dass Öl rauskommt. Ja, hier, da hängt ein Tropfen. Da siehst du es. Und das ist die hier. Die gehört hier zum Motorschutz. Die ist hier eigentlich so Plastik angeschweißt, vernietet, keine Ahnung. Und die hat sich irgendwie in die kleine Ölwanne reingedrückt und ist dann dort verblieben. Und der Motorschutz ist abgerissen. Sachen passieren, mit denen rechnet man nicht. Komisch. So, Phil, komm mal rüber auf die dunkle Seite. So, da bin ich. Ölkühlerleitung. Schön, oder? Ey, wirklich schön. Das ist die von Fahrtrichtung links oben zum Motor. Ich könnte es auch eigentlich am Auto zeigen. Wir haben ja hier eine hier. Moment. Ey. Das ist die andere Leitung. Das ist diese hier. Sag mal, ist das bei Mercedes eigentlich einfach zu wechseln? Ja, ist geil, ne? Die hat so einen Knick. Der ist dann auch weg. Das ist die Leitung. Die hat hier auch überall Knicke. Hier gehört eigentlich eine Abdeckung hin. Habe ich jetzt nicht gefunden. Vielleicht ist sie beim Transport irgendwie abhanden gekommen. Gebe ich gleich zu. Mach euch keine Sorgen. Dann sind das hier die Abdeckung. Beziehungsweise Zierleisten links, rechts an der Stoßstange. Das Mittelteil war das, was wir recyceln und wieder schwarz machen. Ich wollte nur gucken, ob du ein Neidpaket hast oder nicht. Der hat kein Neidpaket. Das wurde alles foliert. Die Spiegel wurden lackiert. Deswegen muss das auch wieder lackiert werden. Auch wenn das eigentlich so schön aussieht. Ja. Muss leider lackiert werden. So ist es, sonst passt es nicht zum Farbkonzept. So, Ölkühlerleitung, Zierleisten. Ah, auch eine sehr schöne Zierleiste hier. Sehr schöne Zierleiste. Das sind die QVC-Teleshopping. Ja, 50% auf alles. Ausgenommen Tiernahrung. Das ist schon in so einem Schwarzglanz. Das sind diese Finn, vielleicht kennt ihr die. Das ist übrigens auch eine, das ist jetzt eine 218er Nummer. Ich meine, dass ich die auch als 205er Nummer, also als C63 Nummer gesehen habe. Das sind diese Finn, die oftmals bei älteren AMGs so ausbleichen. Hast du das schon mal gesehen? Die werden so bläulich. Schreibt mal rein, wenn ihr es kennt. Die kommen so an die Seite. Komm, ich pack das mal ganz raus. Komm, das gönne ich euch mal. Was soll der Geiz, ne? Schreibt mal rein, ob das euer AMG auch hat. Auch mal wieder, keine Ahnung, 120 netto. Es war, also dieser Bestellprozess, der war echt so, ich saß da mit Schlange. Und so, ja, nehme ich. Ach komm, nehme ich. So, und am Ende kriegt man leider gar keine Gesamtkosten. Also keine Gesamtsumme der Bestellung, sondern musst dir eigentlich merken, was du alles angekreuzt hast und dir das im Kopf zusammenreimen. Deswegen, ich bin so ausgegangen eigentlich von 6.000 brutto, jetzt sind es 5.600 geworden, also alles im grünen Bereich, ne? Ja, voll, bin cool. Aber du, Phil, du hast ja auch keine andere Wahl. Nee, was soll ich denn machen? Weißt du, wenn ich mich für das Projekt entschließe, dann muss ich an irgendeinem Zeitpunkt muss ich zu Mercedes rennen und für teuer Geld irgendwas kaufen. Ja, dafür ein Like. Weil kaufe ich für den Motor, der mal neu reingekommen ist, wo noch eine Restgarantie offen ist, kaufe ich da einen gebrauchten Ölkühler? Nee, auf gar keinen Fall. Da hast du es. Kannst du jetzt endlich den Alusier-Clip einblenden? Oh ja, oh Phil, oh, danke, bitte, dass du es erwähnst. Also, es gibt, glaube ich, von wem war denn das? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich glaube, wie ein Brabus-Motor entsteht. Ja, das war ein Brabus-Video. Ja? Und Brabus, die bohren ja, die erweitern den Hubraum von 4 auf 4,5 und von 5 auf 6 Liter bei den AMG-Motoren. Das heißt, sie bohren den Block und müssen ihn natürlich auch wieder neu ätzen. Also das Silizium, die Kristalle freilegen. Und da gibt es eine geile Endoskopaufnahme. Nicht Endoskop, sondern Mikroskopaufnahme. Da erschließt sich für die meisten dann erst, also für die habe ich es auch gezeigt, Phil, da erschließt sich erst, warum diese Zylinder verschleißen und was überhaupt ja der technische Gedanke ist bei dieser Entwicklung. Dass der Kolben, die Kolbenringe nur noch auf den Siliziumkristallen läuft und sich hier schön der Ölfilm zwischen den Siliziumkristallen bilden kann. Das haben wir jetzt gelernt und gesehen. Achso, den haben wir jetzt eingeblendet. Ja, genau, ich habe es jetzt verstanden. So, was haben wir hier Schönes? Ich weiß es gar nicht. Wir machen es einfach mal auf. Wie Weihnachten wieder, nur ein bisschen zu warm. Ah! Watercooler. Oh, ja. Aha. Oh, schön. Das ist der, der hier in die Seite kommt. Wie viele Zusatzkühler hat der? Der kommt hier so in die Seite. Ja, das ist schön.
So. Und Wasserladeluftkühler hat er das auch? Ja, der hat auch einen Wasserladeluftkühler. Okay. Ein NTK-Kreislauf. Schön. Niedertemperaturkreislauf auch genannt. Sehr schön. Luftführung, Ölkühler. Richtig. Auch keiner, also jedes von diesen komischen Plastikteilen könnt ihr eigentlich immer so 150 netto rechnen. Das ist komplett crazy. Dafür Mike. So, das ist meine schöne Zierleiste, die kommt hier hin. Oh ja. Das ist Halterung und Luftführung für den kleinen Kollegen. Ah! Oh, das sieht technisch aus. M157er Teilenummer. Richtig. Ja, jetzt kommen wir nicht durcheinander. Das ist leider ein bisschen zu warm zum Filmen, aber so ist es halt auf der Welt. Warm, ja. Das ist auch typisch deutsch, ne? Oh Mann, ist das zu warm. Und wenn es wieder regnet, oh Mann, haben wir ein Kackwetter. Ich mag Regen. Ich mag Regen. Ich mag Regen. Regen ist eigentlich besser zum Schrauben. Was könnte das sein, Phil? Unterseite von deiner Ölwanne. Richtig. Hier kommt der Ölstandssensor rein. Die hat ja Öl geleckt. Vielleicht ist es auch der Ölstandssensor selber. Ich habe die einfach gekauft, weil sie so ein bisschen angedüdelt war. Ich wollte die einfach neu haben. Sieht auch schön aus. Hast du eine Dichtung dazu oder machst du ein bisschen Sille? Die ist sogar werksmäßig mit Sille eingestellt. Ach cool. Ja, ich kann dir eine gute empfehlen. Ich habe Dirko, oder wie das heißt. Nee, hör auf damit. Hochtemperatur bis 310 nein. Grad. Kannst nein. Richtig ballern. Nein. Beste. Wird. Nee. Luftleitblech, Wasserkühler. Schön. Ist sehr wichtig alles. Luftleitbleche, habe ich gelernt, sind sehr wichtig. Siehst du da rechts an der Stoßstange? Siehst du? Ja, ja, sehe ich. Warte, ich suche mal kurz. Da, jetzt halte ich auf das Teil und dann auf das neue Teil. Ja, das wird man gesehen. Okay, perfekt. B-Lüftung oder Entlüftung Ölkühler. Wird nicht langweilig mit dir. Okay. Hinterteil, Luftführung, wo eigentlich keine Luft durch soll. Also da ist einfach kein Kühler, das ist auf der Seite. Ihr seht hier, da ist ein Wischwasserbehälter. Ja. Das ist einfach nur, weiß ich nicht, Luftverwirbelung, fragt mich nicht. Ist eigentlich auch noch intakt, habe ich einfach mal mitgenommen. Sieht aber auch schön aus. Neues Plastik sieht schöner aus als das Plastik. So, boah, jetzt wird's spannend. Oh, oh, oh. Jetzt wird's spannend. Warte, ich rück hier mal ein bisschen rüber. Dein Video ist halt einfach gleich schon fertig. Du bist bei 15 Minuten. Und das war noch nicht alles. Nee. QVC. Schlagen Sie jetzt zu. So, was haben wir? Oh, echt, ey. Hier geht's aber los. Das bringt wirklich Spaß. Das am sehnlichsten erwartete Teil dieses Unboxings. Daimler Benz Ölkühler, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt anrufen. Dass ich so einen überhaupt noch ergattern konnte. Der lag irgendwo in Mitteldeutschland. Ich glaube Kassel oder so, weiß ich nicht. Ja, es ist ein Ölkühler. Bar and Plate. Bar and Plate von Zulieferer Bär. Und der kommt hier so hin. Der sieht richtig gut aus. Der sieht toll aus, der oder? Sieht wirklich schön aus, neu. Richtig schöner Kühler. Weißt du, was der kostet? Nee. 660 netto. Du verarschst mich. Oh mein Gott. Oh mein und jetzt Gott. Fragt ihr euch alle, warum ich beim C63 da gepfuscht habe und einen Universalkühler eingeschweißt habe. Sogar Pierre hat gesagt, das ist top. Das hat mir viel bedeutet. Ja. Das hat mir ja, viel ja. Ich saß da am Bildschirm, hab ein bisschen geweint. Ja. Auch. Du, wir haben da auch einen Cut gemacht. Ich muss erstmal Pause machen. Kurz raus. Weil ich habe einfach diese Aufnahmen auf AN-Fitting umgeschweißt. Mhm. Geht. Hätte ich hier auch machen können, aber das Ding ist, AN ist vom Durchmesser, ich kann euch das mal zeigen, AN ist vom Innendurchmesser von den Leitungen, beziehungsweise nicht von den Leitungen, aber von diesen Einschraubstücken ein Tick geringer als das. Ja. Das heißt, der Durchfluss ist vielleicht ein Tick geringer. Aber Öltemperatur ist top. Die ist beim C63, war die immer top. Ja. Kleine Teile, komm. Wuhu. Hier haben wir das andere Gehäuseteil oder Verkleidungsteil vom Wasserkühler. Erspare ich euch. Nicht so spannend. Jetzt haben wir hier Halter Ölkühler. Da müsste noch das Gegenstück kommen. Halter Ölkühler. Krass, dass das alles mit Plastik gehalten ist, ne? Ja, ne? Aber deswegen ist es auch weggeknackst. Ja, na klar. Muss man dazu sagen. Wenn es jetzt so eine Aluminiumhalterung wäre, dann wäre die wahrscheinlich weggeknickt und dann könnte man sie wieder zurückholen. Zurückknicken. So ist es halt. Das kann ich dir möglicherweise nicht sagen. Steht hier irgendwas drauf? Wird seinen Weg finden, ne? Ah! Das ist die Reparaturhalter für die Scheinwerfer. Ach, hattest du erzählt, ja. Na, weil der hat ja ein kleines Problem. Die sind ja hier gebrochen. Und hier sieht man schon solche Einschraubdinger. Mhm. Da kann man dann einfach
diese Teile, ihr seht es an den drei Löchern, draufschrauben und das sieht wieder wie neu aus. Oh ja, stimmt jetzt. Ja, und das Original von Mercedes, also es ist wirklich so, man sollte dann einen Scheinwerfer, der noch hier intakt ist und leuchtet, instand setzen. Nachhaltig. Finde ich gut, dass sie sowas verkaufen. Das war nur so eine, das war meine letzte Frage. Habt ihr eigentlich noch so einen Scheinwerfer-Reparatursatz? Die meinten, ja klar. Halter, hier, der hier. Ah ja. Schön. Haben wir noch einen Halter. Der hier. Ne, dieses geriffelte. Ja. Halter, keine Ahnung. Und natürlich auch wieder nicht lumpen lassen. Ganz viel Befestigungsmaterial. Das ist toll. Mit extra Plastiknieten, siehst du? Ja. Kleinen Schlitzis drin. Mhm. Und die Dinger, die immer ausnudeln. Ja. Weiß jeder Schrauber. Immer. Wirklich. Man versucht da wirklich mit einem Akkuschrauber mit der kleinsten Stufe. Ah, wo kann ich noch, kann ich noch, kann ich noch? Und dann knack. Ich habe noch eine Sache habe ich noch. Okay. Eine Sache. Hier war ja der von den Sator, von der Klima hier so ein bisschen angedüdelt. Warte, yep. Ich halte das so drauf. Siehst du das? Warte, ja. Wir gehen noch mal näher ran. So. Ja. Leider auch beschädigt. Das heißt, da wird man im, also zu 100% ein Leck haben von der Klimaflüssigkeit. Ja. Kältemittel. Und da haben wir. Ist ja kein BMW, ne? Soll ja nicht siffen. Ha! Oha. Also, nachdem du mir erzählt hast, was dein Ölkühler gekostet hat, habe ich Angst vor diesem Preis. In etwa gleich. 600? Na ja, aber du vergisst, Ölkühler, diese 099-Nummer, also irgendwie irgendeine AMG-Nummer. Oh. Das hier ist 197, irgendeine Nummer. Das heißt, das ist auch beim Diesel verbaut, beim 500er. Okay. Das ist ja die gleiche Klimaanlage. Das hier hat gleich viel gekostet wie der Ölkühler. Ja. Obwohl es eigentlich so ein viel größerer Kühler ist. Vom Materialwert würde man jetzt denken, dass es mehr ist. Ja. Hoho! Oh mein Gott! 200% Aufpreis. Jetzt kommen wir zur Stoßstange, das Highlight. Du fandst den Slogan witzig? Ja. Steht den vorne auch drauf? Nee, der steht nur hinten. Willst du ihn einmal filmen? Ich will ihn einmal filmen und damit die vorlesen. Leute ein bisschen was zu lachen haben. Part. Mercedes-Benz Genuine Parts, part of your success. Das wird mein Erfolg. Komm in die Truppe, komm in die Benz-Gruppe. Echt so, ne? Ja. Phil, komm doch mal in die Gruppe jetzt. Ja, nee. Nee. Ich zeig dir, wie du mit deinem Handy easy Geld machen kannst. Echt? Ach so. Ich versuche die ganze Zeit zu erzählen. Naja, er hat ja einen Deal mit der Community, ne? Mit der würde ich es mir nicht verscherzen. Schlange. Auf gar keinen Fall. Ed Schlange. Wenn die Community sauer ist. Ja, dann ist Feierabend. Lass ihn drin. Guck mal da. Oh. Also, du wirst es. Gebissen. Ja, genau. Boah! Geil! Was für ein Erlebnis. Part of our success. Auch hier nicht lumpen lassen. Oh, mit Abdeckkappe direkt. Abdeckkappe nicht vorhanden. Das ist korrekt, das sehe ich. Ich weiß nicht, ob die mal vorhanden war. Aber jetzt siehst du, wir haben jetzt hier vor uns liegen nur die Außenhaut. Genau, ja? Absolut. Und die Außenhaut kostet 2.000? 800 netto. Ach so, okay. War ich erstaunt. Gut. Das hätte mich jetzt gewundert, weil du redest immer von einer Stoßstange, die so viel kostet. Und wenn man dieses Plastikding sieht, ja, ist es. Aber es ist nicht alles. Genau. Und man muss sagen, bei der gebrauchten für 2.4, nicht nur die Steinschläge, die Carbon, dieser Spoiler, der schon was weg hatte, sondern es haben auch teilweise Gitter gefehlt. Nee, das geht nicht. So, nee. Und da bin ich ganz ehrlich, bin ich raus. So. Und schön poliert, siehst du? Ja. Da braucht Chris nur noch überduschen. Ja, ist mega. Geh mal ein Stück zurück, damit man das Ausmaß des Ganzen nochmal sieht. Auch wenn es sein muss, ist es natürlich kein schöner Moment, so viel Geld irgendwo zu lassen. Nee. Für Teile, für, ich würde mal ganz grob über den Daumen sagen, 70% Plastik. Ja. Hoffentlich haben sie das aus den Meeren gefischt. Ich hoffe auch, dass es aus irgendwelchen PET-Flaschen gegossen wurde. Ne? Mhm. Es ist natürlich kein schöner Moment, aber es musste sein und das wusste ich auch, als ich mich dem Projekt angenommen habe. Ne? Ja. Und es soll ja auch vernünftig werden, ne? Darf man auch nicht vergessen. Genau, es ist auch vernünftiger, wenn man alles original kauft, nicht irgendwelche. Ich kann natürlich auch Radhausschalen Gebrauch kaufen. Aber Und im letzten Video habt ihr ein bisschen gemeckert, dass ich die günstigen Querlenker gekauft hatte. Das war einfach nur der Hintergrund. Es gab online einen ganzen Querlenkersatz zu kaufen, wo wirklich alles dabei war. Ja. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja. Anstatt bei Lärmförderer oder Fibi Bildstein mich da durchzuklicken. Und den brauche ich jetzt zweimal. Der ist nur einseitig. So, das nochmal dazu. Der Akschenkel, da haben ja auch viele kommentiert, der Akschenkel ist ja aus Gussstahl, also aus Grauguss. Mhm. Und entweder reißt er oder er reißt nicht.
Ja. Aluminium, klar, da habt ihr recht, da können Haarrisse entstehen, der kann sich ein bisschen verbiegen oder so. Aber Grauguss, der kann keine elastische Verformung ab. Ja, dann so bröckelt da so ein Klumpen raus. Oder hatte ich auch schon mal bei dem ML-Unfall, den ich mal gemacht hatte, kam seitlich ein Auto rauf und da hat es vom Akschenkel gleich die Anbindung zur Spurstange einfach weggerissen. Ja. Das ist ja klar ersichtlich, das Teil muss ich austauschen. Ne? Die Themen nochmal abgearbeitet hier an dieser Stelle. Real Talk. Im nächsten Video, ich glaube, erstmal geht es um die Technik. Mhm. Das heißt Ölkühler, Wasserkühler, gucken, ob das alles läuft, wieder Öl rein, der Motor muss laufen und dann geht es wieder an die Optik und so weiter und so fort. Schaut bei Phil, schaut bei Max vorbei, lasst wie immer gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Alkopie. Tschüssi! Hui.